Hier ist eine schwarze Wand. Ich weiß nicht, was dahinter ist. Hä? Boah, ist das merkwürdig. Der Dena, der macht hier wirklich eine komische Expedition. Erstmal den. Oh Gott. Hier sind dunkle Diamanten. What? Hey, guten Morgen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Mark mit Smurf. Miau! Und Kev. Hallo, ihr Lieben. Okay, gut. Wie macht man das denn mit der Kiste, mit der Mining Turtle? Ich glaube, die musst du nur dahinter stellen. Nur dahinter stellen? Dann yes. Bringst du die Sachen dahin, aber du brauchst eigentlich spezielle Programme dafür. Gar nicht. Hä? Kiste dahinter ist immer automatisch. Ja, aber nein, aber du brauchst spezielle Programme, um die wirklich sinnvoll zu nutzen, halt die Turtle. Ach ja, stimmt, weil wenn die irgendwann Energie leer hat, dann läuft die einfach nicht mehr weiter, ne? Ja, und vor allem macht die keine Gänge und so, sondern macht höchstens halt einen geraden Tunnel oder. Nee, das mit den Gängen habe ich. Da habe ich Pacepin Get 0 UPTXU. Ja, genau, das ist das Richtige. Genau, das habe ich. Digga, Alter, ich mach das Projekt, ich werde richtig escaladen. Ich habe dann so eine Turtle und dann danach verkacke ich die ganze Zeit. Aber die Turtle hat hoffentlich kein Programm, um alles kaputt zu machen in der ganzen Stadt oder so. Bestimmt das. Die Master Turtle. Und Leute, wenn ich Glück habe, ich habe hier im Urin. Wie viel kostet ein Mark? Sagt ihr ein Eisen? 36. Ich habe hier 29 Eisen. Das gehört zur Grundbildung. Eisen, 29 Eisen plus 60. Ja, ich mache in dieser Folge 2 Mark. Läuft perfekt, läuft bei mir. Aber ich muss das mal hier einen Zaun bauen, sonst laufen die Marks nämlich weg. Moment. Oder darf man die einsperren, Dena? Die Turtle gemacht. Turtles? Ob man Turtles einsperren kann? Nee, ob man die Marks einsperren darf. Nö. Marks sind frei. Per se. Aber wenn ich die, dann läuft er weg. Dann läuft er hier weg. Ich will, dass alle Marks sich erstmal sammeln. Ja, du kannst eine Großfläche, aber du musst schon artgerecht halten. Der ist eigentlich schon dafür da, dass sie frei rumlaufen. Also, okay, dann zeigt ich spawne die und dann ist egal, wenn er von dannen zieht, dann hat er einfach keinen Bock auf die Stadt. Ja, das kann man so sagen, ja. Ist das fies eigentlich? Hat er keinen Bock auf die Stadt. Ich habe mal hier vor dem großen Baum ganz viele Rubber Saplings angepflanzt, weil ich hier viele Rubberbäume gebaut habe. Ist das so in Ordnung? Weil dann müsst ihr auch keinen Rubber suchen und so. Wie meintet ihr das mit der Box, wo die das wieder reinlegt? Wo muss die sein? Du musst einfach eine Kiste bauen und die Turtle muss mit dem Rücken zur Kiste zeigen. Okay, wo ist der Rücken? Und dann machst du, zumindest ich werde das so machen, es gibt ja ein... Wo ist der Rücken? Excavate und Tunnel zum Beispiel. Genau, Excavate ist nach unten, ne? Genau, Excavate ist nach unten. Aber wo ist der Rücken von der? Da, wo die Kiste dran steht, das Kistenzeichen? Nee, keine Ahnung, du musst halt gucken... Da, wo die Spitzhacke nach vorne scheppert, ist halt vorne. Okay. Da, wo es scheppert. Okay. Genau, gut, da, wo es scheppert. Und einfach dahinter stellen. Okay, ich probiere das. Kann es sein, dass hier viele Saplings fallen? Zwei Bäume abgeholzt, 20 Saplings oder so. Alter, ich hab so ein richtiges. Bei mir ist richtig scheiße, mein Inventar ist voll, Leute. Ich muss nach oben. Aber hier sind so viele Sachen. Und ich möchte nicht einfach gehen. Es ist hier so schön. Gibt's eigentlich so eine Art Wasserrad hier überhaupt sowas? Also ich weiß, dass es diese Watermills gibt, aber ich meine so ein richtiges Wasserrad, wo du mit mehreren Blöcken da halt wirklich wie so ein Rad baust und dann an den Fluss. Ich habe noch nie so etwas gehört. Das wäre geil, ne? Das wäre cool, ja. Was sich so richtig großflächig bewegt. Das ja, das ist wirklich schon so ein richtiges Rad. Ich mache auf jeden Fall erstmal weiter mit meinem Mod und dafür muss ich nach oben gehen. Ich habe übelste Kohleprobleme, deswegen mache ich, glaube ich, wirklich einfach zwei Wasserturbinen. Ja. Okay, Wasserturbinen, Alter, Kev, was ist los, ey? Das ist Crack, sogar Revi hat das gemacht, Smurf, das ist nichts Besonderes. Ja, ihr redet ja immer drüber, als wäre das nichts Besonderes. In meinem Leben ist das echt krass. Das weil ich sehe hier gerade, die Kohle ist aufgebraucht und ich habe einfach mal gar keine Energie hier richtig. Das ist ein großes Problem. Hast du bisher mit einem Generator gearbeitet, oder? Ja, jetzt der verbrennt Kohle verbrennt. Voll Generator ist natürlich kacke. Ja, aber ich habe jetzt Ofenkartoffeln! Haha, endlich was zu essen! Oh, da snack ich mir auch direkt meine. Okay. Von mir? Nee, meine, ich habe selbst auch welche. Oh, ich hätte dir welche gegeben. Nee, von dir nehme ich gar nichts an. Ja, doch, das ist gute Hausmann-Qualität hier. Schön mit meinen fetten Wurstfingern die Kartoffeln gestreichelt. Damit die schön wachsen. Ja, ja. Okay. Hört sich gut an. Hört sich gesund an, ne? Ja. Hilfe. Die entsteht jetzt erstmal ein wunderschönes Loch. Das ist doch so. Gott, ich hab noch nie was Schönes gesehen. Hier. Eigentlich wollte ich ja nicht keine Höhle bauen. Aber jetzt fange ich schon wieder an, hier so eine Art Höhle zu zimmern. Das ist ein bisschen blöd. Eigentlich wollte ich diese Folge an der Oberfläche verbringen, aber jetzt bin ich gefangen, komm nicht raus.
Ich finde das mal geil. Elena ist immer gefangen. Digga, muss ich oben auf der Minimap gucken, ob ich irgendwo sehe, wo ich hin muss. Weil man kann auch J drücken, kann man das noch sehen. Okay, gut, das haben wir fertig. So, 41 Eisen hab ich. Ah, kacke, Leute, ich bin totally lost in the world. Wo ist Koordinaten? Ich baue mich einmal nach oben, dann würde ich schon wissen. Aber das Problem ist, ich bin wahrscheinlich gerade unter einem Berg. Das macht das Ganze nochmal ein bisschen blöder. Das hört sich nicht so geilo an, tatsächlich. Geilo? Ungeilo? Geilo? Das ist tatsächlich sehr, sehr ungeilo. Also, ja, ja, ich verstehe das. Ist sehr, sehr ungeilo. Die Sachen mal da reintun. Also, irgendwo war ich in einer Höhle, als ich das Ganze entdeckt habe. Das weiß ich. Und hier ist auch eine Höhle. Oh, hier ist eine große Höhle. Und da ist Lava und da ist Wasser. Aber ich springe ins Wasser. Oh, was für ein Sprung. Falls alle sich jetzt fragen, Kev, was machst du überhaupt für eine Scheiße? Ich könnte das natürlich auch von der Türkei übernehmen. Ja, das frage ich mich schon lange. Ja, du bist so fies, ne? Du bist so fies. Ihr habt ja gar nichts getan. Ja, aber ist die Wahrheit. Ist überhaupt nicht die Wahrheit. Nein, Dena. So, schauen wir mal hin. Fiesling Dena. Rubber. Hat zugeschlagen. Rubber. Boah, ey, so viele Monster hier. Was wollt ihr denn? Alter, ist das hier groß? Holy Mole, Holy Mose, Holy Mose, Holy Mose, Holy Mose, nicht sterben! Zack. So, denn was wichtig ist, wenn man einen Wasseranschluss macht, zieht alle 9 Felder drumherum. Das heißt, wenn wir hier den Wasseranschluss haben, müssen wir die ganzen 9 Blöcke hier drumherum mit Wasser voll haben und dann erst die nächste setzen. Einer geht verloren, weil das Kabel sein muss. Aber. Ich habe einen Schatz gefunden! Was hast du denn Feines? Und so weiter und so fort. Was hast du denn Feines gefunden, Dena? Ein Schatz? Ein Schatz, soll ich sagen, was im Schatz ist? Ja, bitte. Okay. Oh Mann. Goldmünzen und Tränke und eine Enderperle. What? Okay. Enderperle, das ist sexy. Aber mein Inventar ist voll. Was schmeiß ich jetzt weg? Alles wegschmeißen. Also ich habe eine Splash Potion auf Neusea, das ist gut, das werfe ich auf euch drauf. Was? Hey, hallo, Dena, sowas geht hier nicht. Das geht ganz gut. Da bist du bestraft. Das geht ganz gut. Dann habe ich eine Potion of Water Breathing, kann man unter Wasser atmen. Das brauchst du vor allem, weil du kannst ja nicht schwimmen. Kann schwimmen. Was? Nein, kannst du nicht. Boah, jetzt muss ich gleich was wegwerfen. Ich werfe noch eine Shovel weg, da habe ich eine Enderperle. Und was werfe ich noch weg? Goldkreuz brauche ich echt nicht. Ich habe so ein Provisorium als Haus, das ist. Und noch eine Potion auf Neusee, aber die ist schwachsinnig, weil wieso soll ich mich selbst betrinken? Wobei ist auch ganz gut. Doch, weil du es kannst. Weil du dich gerne betrinken? Was? Noch eine Kiste! Betrink dich halt gerne. Ich hab noch einen Schatz. Oh, ist ein Rare Treasure. Ich hab noch einen ganz seltenen, habe ich gefunden. Pass auf und. So, wir bauen jetzt eine Water Mill. Neuer Schatz. 3, 2, 1 und. Neuer Schatz schon wieder? What the fuck? Ich hab eine goldene Krone bekommen. Das ist ganz nett. Und eine Splash Potion of Decay. Was ist denn Decay? Das weiß ich gar nicht. CK kenne ich. Aber der ist Commander Krieger. Mega Gag, yo, vorgeschrieben! So, jetzt muss ich erstmal kurz gucken bei Kev. Hallo. Hi, ich muss nur kurz gucken hier, wie die Sachen hießen. Was macht man als erstes? Den Macerator, ne? Der Generator, der gibt Energie. Die Badbox, die speichert Energie und gibt sie weiter. Okay. Dann Macerator stampft die klein. Und genau. Der Electric Furnace ist halt Ofen, halt der schneller der Burnty, und genau. Und man muss ja noch irgendwelche Sachen machen, damit die automatisch rüberkommen, ne? Oder hast genau, also was du brauchst, damit du die Verkabelung machen kannst, ich werf dir mal 2 Items hin. Die brauche ich aber wieder, weil das ein Verbrauchsgegenstand ist. Damit mit Forgehammer machst du Eisenbarren zu den genau. Platten. Warte, und mit der Schere machst du Platten zu Kabel. Oh! Wow! Mhm. Ah! Was ist das denn? Warte. Und den Cutter. Mann, ich muss mir überlegen, was ich wegschmeiße. Und ich weiß nicht, was ich wegschmeiße. Wegschmeißen soll. Dankeschön. Warte, und dann mache ich mir jetzt den. So. Denn hier sparen wir uns nämlich, habe ich gesehen. Nee, brauchen wir sowieso nur eine. So, zack. Oh, Hilfe. Ach, oh, okay. So, ich hab zugebaut, weil draußen die Monster sind. Mal wieder raus. Zack. Bau wieder zu. Da ist gerade ein scheiß Monster reingehüpft, da hatte ich Angst. Ja, hier sind irgendwie auch voll die. So. What the fuck? Voll die unsichtbaren Monster. Wir brauchen hier von welche auch noch ein bisschen Redstone, hä? Ich farm gerade so viele Marks. Ich farm gerade so viele Marks. Eisen all over the place, so. Leute. Überall. Ihr wisst ja, man braucht ja nur halb so viel Eisen, weil man macerates es ja nochmal und dann hat man ja. Ja. Hä? Was ist los? Was? Hier ist eine schwarze Wand. Ich weiß nicht, was dahinter ist. Hä? Euch ist das merkwürdig. Der Dena, der macht hier wirklich eine komische Expedition. Oh Gott, ey. Es ist richtig nervig gerade auch. Was ja, der Dena ist richtig nervig, ne? Nein, nicht das. Was willst du damit sagen? Erstmal. Oh Gott. Hier sind
dunkle Diamanten. What? Dark Diamond Ore. Krass. Okay, kenne ich nicht. Kenne ich nicht. Diamanten nicht raus. Ganz normale. Schlecht. Oder dunkle? Normale Diamanten. Okay. Glücklicherweise kriegen wir hier 4 raus, weil wir brauchen. Was habe ich denn hier gefunden? Ja. Und. So. Oh nee. Dunkles Lapis Lazuli ist hier auch. Hä, wo bin ich denn hier gelandet? Das ist einfach eine schwarze Höhle, Leute. Vielleicht so eine andere Dimension oder sowas? Nee, eigentlich nicht. Ja, aber mal übelst still, weil ich die ganze Zeit nur hart am Craften bin. Zack. Aber. Oh Gott, Leute. Das hat sich gelohnt, Freunde, weil. Zu viel Stuff. Kleiner Zombie, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Jetzt kommt hier eine wunderschöne Watermill und das heißt für mich Energie. Auch schon wieder. Ach Gott, ey, Kev und seine Energie. Zack und zack. Eigentlich wollte ich das nicht machen, weil ich das letztes Mal irgendwann schon gebaut habe. Das ist einfach so günstig. Und dann spare ich mir die ganze Kohle kann alles wenigstens umsonst crashen. Wie macht man nochmal einen Waypoint? Auf M, glaube ich. Also, ich habe jetzt ein Stack und 15. P vielleicht? Ich brauche, wie viele Blöcke braucht man für einen Mark? 4, oder? Ja. 4 Eisenblöcke für einen Mark? Ich meine schon. Bin mir nicht sicher. Alter, das ist ja knapp. Ich habe nur noch 7 Eisen über, nachdem ich den Markt gemacht habe. Nur noch 7 Eisen, Freunde. Das ist nicht so geil, Lon. Wollt ihr mit nach oben kommen und gucken? Ich komme vorbei. Ich würde ja auch vorbeikommen, aber es ist ein bisschen schwer. Oh shit! Stirnband-Creeper! Scheiße, auf beiden Seiten! Dann teleportieren die sich doppelt überall hin, Kev. Das wirst du nicht überleben. Das ist echt übel. Aber irgendwie teleportiert er mich jetzt gar nicht. Ich wollte mir gerade einer, der war verwirrt, der hat gar nichts mehr gemacht. Oh Mann, mir scheißegal, Leute, was hier für. Oh Scheiße, jetzt bin ich mir scheißegal, hier ist ein anderer Monster. Ich will nur nach oben. Boah, Jim. Aber was für eine Höhe bin ich denn hier? Zack, zack, zack. Oh, da brauchen wir auch voll viel Eisen für. Ach nö. Ganz vieles brauchst du Eisen. Ja, das ist richtig bitter. So, will jemand von euch angucken, weil sonst. Ja, warte, ich komme sofort. Ich würde ja kommen. Wow! Oh Gott, irgendwas passiert hier gerade. Alter, ich wurde irgendwo. Hä? War das der Creeper? Keine Ahnung. Die Turtle meint noch fleißig drin. Ach, das. Hä? Das ist mein Eingang. Okay, alles gut. Okay, alles gut. Ja, Scheiße! Ich komm zu dir, Kev. Ich hab ein Holzwerk. Mach erstmal ruhig mal. Oh Mann, ich möchte nach Hause. Okay. Ich möchte nach Hause, Mama. Dena will nach Hause. Kacke, Alter. Ich finde gar nichts. Kann ich bitte jemand das Kinderspielparadies mal abholen? Der Dena ist den ganzen Abend schon nur am Quengeln. Ja, kleine Dena. Ja, aber zu Recht bin ich am Quengeln. Ich möchte nämlich nach Hause und ich kann nicht nach Hause. Die ganze Zeit nur besoffen hier. Ich muss diese Scheiße. Dena ist die ganze Zeit nur besoffen. Nur besoffen ist der Dena. Ich hab schon wieder meine schwarze Höhle gefunden. Zucchini. Achso, da hinten sehe ich ja, wo ich ungefähr hin muss. So, und jetzt sehen wir hier vorne. Oh mein Gott, was passiert denn jetzt wieder? Jetzt bin ich wieder weggeportet worden. Es sollte sich hier langsam aufladen. Langsam, aber sicher. Ich weiß, es ist sau langsam. Guck mal, wir können uns auch vorstellen, wenn wir hier eine Kohle zusätzlich reinlegen. Die scheppert halt enorm rein. Aber wenigstens ist es dann für laut. Das ist das Entscheidende. Das hat uns jetzt hier nichts gekostet. Ich mach das hier auch dann auch zu. Die Ach scheiße, ich mach alles neu hier. Neues Holz. Oh Gott, das ist wieder so ein Stürmband-Ding, Alter. Was ist denn los hier in der Stadt? Hier ist richtig Terror. Ja, die sind immer aggressiv, die Monster, ne? Ja, wir brauchen mehr Marks. Das ist wichtig. Ja, deswegen sag ich ja. Mark. Deswegen möchte ich ja, dass ihr jetzt kommt. Damit ihr auch gucken könnt. Ja, ich komm zu dir, Kev. Ich steh bei dir vor der Tür. Ich versuche schon die ganze Zeit hier zu kommen, aber ich kann einfach nie. Und ich betrink mich. Gleich betrinke ich mich nämlich. So. Ich habe jetzt hier alles optimal gemacht und es geht nur ein Feld verloren, sonst ist alles mit Wasser voll. Und wir sehen. Hä, war das nicht hier? Oder? Es geht. Ab und zu, es lädt sich halt auf und das Schöne ist, es lädt halt die Badbox auf und wenn die voll ist, dann ist uns das Ganze scheißegal. Gar nicht. Ja, hallo, komm rein. Hallo, guten Tag. Ich würde gerne warten, bis es hell ist. So zum Ende der Folge. Es ist hell. Ist schon hell? Mhm. Ah, cool. Dann tue ich meinen ganzen Müll mal weg. Den ich hier so hab. So. Wir brauchen ganz viele Marks. Ganz schnell. Weg. Alles auch direkt eins bauen lassen. So. Zack. Uff. Wenn ich jetzt sterben würde und alles verlieren würde, weißt du, wie sauer ich dann wäre? Richtig sauer. Richtig sauer? Richtig sauer wäre ich dann. So, und das ist cool. Okay. Bisschen Energie, ich weiß, wird schnell verbraucht, aber komm. Pack auf. Okay, 2 Marks in dieser Folge, Freunde. Wir sehen es. Sturmi ist mein Zeuge. Bin da. Und somit bin ich erstmal für die erste Woche schuldenfrei. Ja. So.
Wenn ich dem jetzt Nummer schnell einen Kürbis aufsetze, dann... Okay, schade. Zwei. Alter, der eine ist schwarz und der eine... Was? Blau. Der eine ist schwarz? Was ist los? Der eine ist bei mir schwarz. Hast du was dagegen, dass er schwarz ist? Ja, was ist los bei dir, Kev? Der sieht cool aus, das meine ich da. Der sieht viel cooler aus als dieser weiße Bursche hier. Hast du was dagegen, dass der eine weiß ist? Der sieht nicht so cool aus wie der Schwarze. Was? Du hast was dagegen gesagt. Aber guck mal, wo läuft der hin? Die sind hier irgendwie so ein bisschen am Rumhasseln gerade. Okay, du hast schon mal zwei. Das heißt, ich muss immer noch einen machen. Ach, Crap. So. Bau jetzt hier auch mal das Wasser zu, weil irgendwer hat diesen Damm hier freigelegt. Ich weiß nicht. Sonst sterben die Wassergolems doch an Wasser. Weil die Wassergolems können nicht schwimmen. Sollten die ins Wasser laufen, sind die tot. Das ist ich habe eine Kiste gefunden. Deswegen bietet es sich an, zu sagen, lieber Wassergolem, ich mach dir alles hier schwimmsicher. Oh mein Gott. Läuft da hin? Was? Nein, der verfolgt das Wiss. Was ist hier passiert? Du bist in Ruhe. Was ist hier passiert gerade? Ich glaube, hier ist gerade was echt nicht Gutes passiert. Ja, was macht ihr denn die ganze Zeit? Oh Gott. Ich weiß es nicht. Oh Gott. Ich weiß nur, dass ich richtige Scheiße mache die ganze Zeit. Ich weiß nur, dass die zwei Marks, die hier gespawnt sind, gerade einfach durch die Gegend wandern. Ich habe ein Miniaturherz. Die sind morgen definitiv weg, Freunde. Definitiv weg. Oh, Marks? Ab wohin sind die schon gelaufen? Ja, der eine, der kann, der läuft zu Sturmi. Der stinkt bestimmt, der will dann nachgucken, was da los ist. Und der andere, der Schwarze bleibt in der Stadt, der ist halt clever. Der ist clever. Vielleicht okay, bin ich nicht alleine mit denen. Der ist ganz clever. So, okay. So, warte, Sekunde. Und jetzt, ich wollte eigentlich noch schaffen, heute eine Redstone-Engine zu bauen, also zumindest zwei, aber ich glaube, das schaffe ich nicht. Kev, wie Redstone-Engine, ist das nicht von diesen, ist das nicht von BC Energy. Okay. Das ist jetzt da reingelegt? Aber ist das das ist doch sowas, so ähnlich wie, okay, aber es ist doch, funktioniert doch zusammen mit den Thermal Expansion Ding, ne? Ja, weil damit kann man sozusagen die Sachen rauspumpen. Und ich dachte mir, wenn ich schon eine langsame Maschine habe, dann mache ich es wenigstens so, dass die Maschine langsam, aber sicher und behäbig. Genau, und auch wirklich eins nach dem anderen so selber durchwirft. Im Moment Eisen. Dachte ich mir, ist vielleicht ganz schön. Das stimmt schon, Kev. Weißt du, was auch schön wäre? Wenn ich endlich mal nach Hause kommen würde. Ja, das fände ich auch schön. Ich bin an der Luft, aber wo bin ich? Ich bin bei einem Vulkan gelandet. Und das ist nicht so super. Sturmi, darf ich mir Glas von dir klauen? Ja. Ich leg dir auch gerne Glasscheiben zurück. Ich hab noch ganz viele Glasscheiben. Oh mein Gott, Leute. Ein Glas Block. Wisst ihr was? Wo ich in dieser schwarzen Höhle war, das war... Titty ist eine Hexe. Hier. Wither Witch. Hier ist eine Wither Witch. Ich hab dir die da oben. Ja, schaffst du. Alles gut. Hä? Die bewegt sich gar nicht. Leute, wisst ihr was? Achso, die ist unsichtbar bei mir die ganze Zeit. Pass auf, Creeper. Kev. Nein. Wow. Oh Gott, wo sind wir wieder? Ich lebe. Wo bin ich? Ich bin nach links geportet worden. Oh, heilige Mutter. Alter. Leute, Alter. Wisst ihr was? Kev, hier. Wisst ihr was? Hört mir gar keine Glasscheiben. Was ist denn los, Dinger? Wisst ihr, was die schwarze Höhle war? Was? Hier, Glasscheiben. Das war unter dem Vulkan. Hätte ich mich da hochgegraben, wäre ich bestimmt explodiert und in die Luft geflogen und zu Lava geworden. Dena, so ein Tipp, der wirklich als Regel sein muss, den habe ich von den Zuschauern erfahren, und zwar folgendes. Der Baum hier hat Wurzeln, unser großer Baum. Ja. Und als ich einmal nach unten geportet wurde, habe ich aus Versehen ein bisschen Wurzelholz abgebaut. Man darf Wurzelholz nicht abbauen, weil sonst geht der Baum oben kaputt. Nein. Oh, das ist nicht gut. Oh. Deswegen darf niemals jemand Wurzeln abbauen. Alles klar, stell dir vor, der ganze Baum geht kaputt. Das hier war richtig Ärger von Marc. Das wäre richtig ärgerlich. Und ich habe Edgar gefunden. Edgar? What? Edgar. Hallo, wer ist Edgar? Ein Schwein. Kennst du Edgar nicht? Schande, Kev. Schande! Wer zum Henker ist Edgar? Freunde, wer ist Edgar? Bitte. Das ist wichtig, erstmal, ich bin nach Hause. Und ich kann mir auch einen Enchanting Tale bald machen, weil ich habe jetzt schon 33 Level. Nice. Okay. Ich weiß gar nicht, was ich verzaubern soll. Macht es Sinn, irgendwas Besonderes beim Enchanting, mit dem Modpack zu verzaubern? Ich weiß gar nicht. Ich bin zu Hause. Yay! Endlich kann ich mein Inventar entleeren. Ich mache mir nächstes Mal auf jeden Fall ein schönes Backpack, wo man mehr Sachen reintun kann. Zack, Freunde, und somit sind wir stolze Besitzer von zwei fantastischen Redstone Engines. Zwei aber nur. Oh, Crap. Jetzt brauchen wir hier nur
Wooden Transport Pipe. Nein, mir fehlt ein Glas. Oh, wir sind schon bei 20 Minuten fast. Also, oh. Freunde. Schauen wir mal. Upsi, hab ich auch nicht. Schnorre nur schnell das Glas. Komm, hallo. Alles Quarz. Ich klaue aus deiner Kiste, ja? Flint. Okay, das ist gut. Was meinst du? Das ist gar kein Glas. Ich hab da Glas reingeschlagen, doch. Ja, aber kein Glasblock. Glasblock? Das nicht, nein. Hast du Sand? Nein. Wieso hast du nicht, dass ich schnurren kann? Aber ja, Freunde. Guckst du mal. Zack, zack, zack. Das da mal. Aber, was? Hä? Was? Hä? Aber nichtsdestotrotz, wir wollen die Folge nicht zu lang gestalten. Wenn es euch gefallen hat, wie könnt ihr das zeigen, Dena? Mit dem Daumen nach oben. Alles klar. Und Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bleibt geil und macht gut. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Stopp, muss noch einmal eine vergiftete Potato Revi geben. So. Okay, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen mit dem Jörn Gast. Wir sehen uns morgen wieder in der nächsten Folge von Minecraft Mark. Ich habe jetzt genug Rohstoff für 10.000, 20.000 Folgen und werde weiter in den nächsten Folgen mit meinem Thermal Expansion Zeug. Vielen Dank fürs Zuschauen mit dem Jörn Gast. Wir sehen uns morgen wieder. Ich schaue auch bei Kev und beim lieben Smurf. Wobei, links zu beiden ist in der Beschreibung. Mach's gut. Das sieht von dir.